Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und ihr könnt es ja schon erkennen, ein legendärer Amar Just Legends Cup. Und das sind die Teilnehmer, die hier gerade dabei sind. Das Format ist ein neues. Wir experimentieren komplett rum, ja. Die Leute auf YouTube, die verstehen gar nicht, was hier gerade abgeht. Wir machen monatlich Turniere. Und ich bin sehr froh darüber, dass mein Partner Just Legends das Ganze mit unterstützt. Und das schon echt. Das machen sie gut. Das machen sie richtig gut, Freunde. Der Link ist direkt der oberste Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code AMAR spart ihr 15%. Die haben nämlich gerade den neuen Cola-Geschmack released. Sehr geil. Das Ganze auch mit natürlichen Koffeinen, Guarana und grünem Tee und mit 0,2 Gramm Zucker. Heute, meine lieben Freunde, diese Teilnehmerliste, seht euch die einmal ganz genau an. Wir haben die geilsten 100 Spieler Europas mit am Start. Klar, der ein oder andere ist nicht dabei, den wir sonst immer dabei haben, aber die haben mir einfach nicht geschrieben. Die Zuschauer da draußen durften abstimmen, wer hier mit dabei ist. Und jetzt, meine lieben Freunde, das sind die Teilnehmer. Und das ist das Format. Ein komplett neues Format. Guckt euch das an. Das neue Trio FNCS Format, was wir aber für Duos benutzen werden. 30 Punkte gibt es für den Win. Die Punkte sind ziemlich stacked aneinander. Ab Top 24, das heißt im tiefsten Late Game, gibt es die ersten Placement Points. Wir haben auch das FNCS-System von Duos uns angeschaut. Das war wack. Da hast du erst ab Top 10 Placements bekommen. Das ist viel zu spät. Einen Punkt pro Eliminierung. Das wird geil. Darüber werden sich die Leute freuen. Und natürlich 9000 Dollar Preisgeld. Und unter anderem der beste Shit-on-Clip kriegt 150 Dollar. Letztes Mal war es Flovis. Mal schauen, wer es heute ist. Ich bin da sehr gespannt. Die Pros müssen hier im Clips-Chat ihre Clips reinposten. Das wird sehr interessant. Damit würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. Küsschen, Abfahrt. We have no sound production. Thanks. Und E-Sports-Vertrag. Abfahrt. Wir sehen uns nächste Runde, Bruder. Freunde, ich sage euch eins. Diesen Weg, den wir bis jetzt bestritten haben, das war erst der Anfang. Das verspreche ich euch. Das war erst der Anfang. Wir haben 7 Jahre lang gestreamt. 7 Jahre lang. Und das ist einer der ersten Momente, wo man sagt, heilige Scheiße, wo ist man schon hingekommen? Das ist, Digga, ich sag euch so, wie es ist. Ich hab ein bisschen Gänsehaut. Klar, man bereitet sich darauf schon mal ein bisschen vor, aber das dann doch zu knacken, diese riesige Zahl vor Augen zu haben und zu wissen, Digga, da haben mehr als 1 Million Menschen da draußen. Die sind nicht einfach mal auf meinem Kanal gewesen oder sowas, haben mich mal gesehen oder so. Ja, fein. Da waren 1 Million Menschen. Die haben auf den Knopf gedrückt, haben Follow dagelassen und haben gesagt, den Typen feiere ich. Oder dieses eine Format feiere ich. Oder seine Videos feiere ich. Oder ich will ihn unterstützen. Oder. Was extrem geil angekommen ist. Wir haben ohne Ende Viewing-Partys gehabt, die Next-Level-Shit waren. Wir hosten jeden Monat ohne Ende Turniere. Wir geben immer wieder was zurück. Rasieren und kassieren. Wir machen so viel. So viel. Ich kann nicht mal alles aufzählen gefühlt. Oh, was ist das? Benji Fishy fightet, Chat. Mr. Savage jetzt hier low HP. Benji Fishy jetzt auch wenig HP. Stormset ist komplett am Toben. Sie sind natürlich noch im Bomb. Und er wird gewonpumpt. Holy shit, ist das laggy. Und er wird gefinished. Wer ist das da vor ihm? Das ist Eya Buffo. Kann Eya Buffo jetzt hier zur italienischen Legende werden? Er ist eh schon eine. Wir sehen es, da oben sind sie. Da oben sind sie. Sie sprayen auf alle. Reasonay auch noch im Lowground. Lechi ist auch noch alive, Chat. Aware ist noch alive. Flick und Trippern sind noch alive. Und jetzt wird sich hier der Kill geholt. Der Kill wird sich geholt. Und Vidil ist hier mit dem Big Carry mit am Start. 6 Kills schon für ihn. 6 Kills für Vidil und wir sind immer noch im Stormchat. Zweite Moving Zone hier in der allerersten Runde des Amar Just Legends Cup, Freunde. Neben ihn, Yannis ist down. Und Vidal oben links, der ist doch verrückt geworden, der Junge. Vidal oben links, der ist doch verrückt. Vidal ist verrückt geworden, Chat. 7 Kills. 7 Kills, Top 9 Situation. Alle drei entscheidenden Teams, guckt euch das an. Die offene Drohne, Flick ist auch noch alive. Vidal geht jetzt hier auf den Lowground, er hat kaum Mets noch, 80 Mets noch. Und er wird gelasert. Reasonay ist noch alive. Flick ist noch alive. Und Reasonay ist dead. Top 4 Situation. Vidal wird gelasert von oben. Keine Mets mehr gleich. Und sie haben noch den Feuerbogen. Und das war's. Vidal ist raus. Top 3 Situation. Es ist eine 2 gegen 2 gegen 1 Situation, Chat. Flick und Flick ist alleine. Flick ist alleine und geht jetzt hier für den Rampage-Hit. Oh no. Und er ist dead. Er ist safe dead. Ja, er ist dead. Schade. Flick ist down gegangen. Und damit jetzt hier. Warte mal. Sind das Sweezy und Nate? Da
Das ist Seth Cube! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Halt's Maul! Trulex! Trulex und Queasy verlieren das Ganze noch gegen Sweezy und ZQ. Das kannst du dir nicht ausdenken, Chat. Das kannst du dir nicht ausdenken. 8 Eliminierungen, erste Runde. Genauso stelle ich mir das vor, Digga. Congrats to 1 million. Let's go, baby. Let's go. Alter. Wendy Fishy und Mr. Savage jetzt hier im nächsten Fight. Oh mein Gott, was passiert hier? Storm Search dead. Wer war das gerade? Oh, Mr. Savage ist down. So, Letzi und Saewe Chat. 2 Kills haben sie schon. Das heißt, Storm Search Probleme werden sie nicht haben. 47 Leute live, 24 Teams. Ab jetzt gibt es die Platzierungspunkte. Ab jetzt gibt es aber die Platzierungspunkte langsam. Ey, ich habe ein bisschen mehr von Benji und Mr. Savage erwartet. Weil das ist eigentlich das Gott-Duo, Digga. Dürft ihr nicht vergessen. Letzte Runde auch schon gut gespielt. Diese Runde auch schon mit 4 Kills dabei. Fink ist auch mit einer Eliminierung dabei auf Miro. Kinsel ist down gegangen. Und die weitere Eliminierung hier für Chapix und Hen. Pink ist noch alive. Nate und Andilex noch alive. 5 Kills haben sie jetzt auch schon. Wir sehen oben immer noch Flopper Frey. Immer noch Flopper Frey. Unten ADN noch alive. Er ist noch mit dabei. Advice ist noch am Start. Wave Advice ist noch dabei. Nate wird jetzt hier von oben gelasert. Hat keine Mets mehr und geht down. Logisch. Einen Rocket Launcher Schuss haben sie noch drin da oben. Andilex versucht sich jetzt hier mit den Fischen hochzuheilen. Und es ist jetzt eine 1 gegen 2 Situation. Andilex gegen Flopper Frey und Vayno und sie holen's. 10 Kills! 10 Kills win! Einfach Flopper Frey. Lass uns mal eine Regel bitte festlegen. Ich veranstalte Turniere und hoste Turniere und mache das mit Passion. Bringe immer Sponsoren mit rein. Macht das extrem geil. Und alle freuen sich. Fragt immer euren Content Creator, euren Pro oder euren Streamer, warum sie nicht dabei sind, anstelle, dass ihr mich fragt. Oh, Nate! Was? Nate hat sehr hart geholt? Danke dir, Skyde. Bisschen Bruder. Oh! Oh, Benji, sorry, anscheinend machst nur du sowas. Schöne Hits gehen raus. So, Mr. Savage und Benji, bisschen aggressiv, Chat. Die sind ein bisschen aggressiv und es wird belohnt das erste Mal. Sie holen sich insgesamt ihre 4. Eliminierung schon, glaube ich, oder? Ist das richtig? 2-2. 2-2 haben sie. Oh, Hen. Hen jetzt nur noch alleine. Chapix ist schon down und er hat den Gegner gut gelasert. Er finisht jetzt hier auch noch. Stark. Das hat er gut gemacht. Nimmt sich jetzt hier den Flopper mit. Macht er. Duki, Duki. 3 Flopper und ein Medkit. Und er ist in der Zone, Chat. Gönnt sich jetzt hier das Medkit. 44 Leute sind noch am Leben. Oben auf dem Highground Josh und Bobby. Snack und Steelix rotieren gerade gut. Kami, der Pole, ist auch noch alive. Sie sind auch nur 50 above Storm Search, 20 above Storm Search. Sie brauchen jetzt mal langsam Kill. Aqua auf den Highground. Aqua versucht den Laser auszuhauen. Und wir sehen es mal wieder. Aqua gegen Joey und Bobby. Oh, Letchi. Letchi stark. Letchi stark gemacht jetzt hier. Er wird jetzt hier gepusht von einem weiteren Team. Und ey, das ist so wie vorhin, Chat. Take den Fight und geht leider down. Okay, das ist ein stronger Fight. Das ist ein sehr, sehr stronger Fight. So, 97er Hit geht raus. Aqua, keine Mets mehr. Aqua versucht jetzt hier für die Hit zu gehen. Er muss sich den Flopper gönnen. Und er ist dead. Und Thomas hält die letzte Überlebende. Er muss jetzt hier den Finish holen. Er holt sich den Finish. Und das war's jetzt für Thomas. Wird runter editiert und er ist down. Top 4 Situation. Kiko versucht jetzt irgendwie reinzuschaffen, Chat. Er macht das jetzt hier schön. Das macht das strong. Unten wird jetzt gefightet. Sein Teammate ist jetzt down gegangen. Es ist jetzt... Oh mein Gott, der One-Pump! Holy shit! 1 gegen 1 Situation. Und Snake ist immer noch auf dem Highground. Er versucht es hier zu halten und es ist jetzt das 101. Kann das der Portugiese sein? Nein, das ist Eye-Drop. Das ist Eye-Drop mit dem Rocket Launcher und er hittet sich selbst. Eye-Drop, da hängen übelste Popel aus deiner Nase, Bro. Da hängen die dicksten Popel aus deiner Nase. Das war dumm. Das war dumm. Oh. Holy shit. Überlebt das Ganze mit 20 HP. Eye-Drop, nochmal richtig schön gechallenged hier an dieser Stelle. Aber er geht down und damit ist die 3. Runde vorbei. Und wir sehen hier die Italiener. Die Italiener-Chat. Mein Teammate kommt jetzt dazu. Holy shit!
Digga, die haben sogar den Spaß-Chat. 125 HP und 150 HP. Ah, ich weiß nicht, ob das was wird. Ja, gerade. Ganz kurze Frage, Chat. Will mich Scram gerade verarschen? Der hat gerade 1v2 Lecce geholt. Jetzt holt er auch noch Hami. Holt die Karte von seinem Teammate. Klar, er kann ihn nicht mehr rebooten, aber was geht gerade ab? Can we go on Mr. Savage, please, production? Oh, die sind dead. Die sind safe dead. Oh, was passiert hier? Was? Das ist der Refresh. Rocket Launcher. Rocket Launcher. Oh, okay, er scheißt drauf. Er scheißt auf den Rocket Launcher. Great. Und sie haben keine Mats mehr. Das heißt, sie werden jetzt gleich down gehen. Von links kommt, von rechts kommt. Und das war's jetzt wahrscheinlich für sie. Oh mein Gott, Benji. Was, Benji mit dem Choke? Er holt sich Veno und geht dann instant down. Und jetzt ist es eine 1 gegen 1 gegen 2 Situation. Ja. Und jetzt ist es eine 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gegen 2. Oh, jetzt wird gefightet. Was? Jetzt ist es eine 1v1v1v1 Situation, Chat. Und jetzt nur noch 1 gegen 1. Jetzt nur noch 1 gegen 1. Wer ist das? Das ist Emser schon wieder. Und im Logo und gibt auch nochmal einen schönen Hit. 28 HP, 72 HP jetzt hier für Trulek. Und er versucht jetzt hier irgendwas zu machen. Er kann nichts machen. Oh mein Gott. Holy shit. Und dieses Mal, Chat. Dieses Mal werden sie nicht zweiter Platz, sondern erster mit 5 Eliminierungen. Trulek und Kwisi. Auf der 1 Flopper Frey und Veno. Mit 5 Punkten Abstand. Auf Emser und Nikov. Die beiden haben auch sehr, sehr strong gespielt. Aber Flopper Frey und Veno sind gerade wirklich sehr konstant. Unglaubliche Konstanz gerade von denen. Die sind schon bei 100 Punkten. Dann kommen die nächsten Franzosen. ZQ und Sweezy, auch sehr starke Konstanz. Snap und Miro sind wieder mit am Start. Cubics und Kayfi auch jetzt nach oben gehoppelt. Kwisi und Trulex gerade das Game gewonnen. Jetzt sind sie unter den Top 6. Nate und Anilex hinterher. Und dann Snacked und Steelix, die Italiener. Saevit und Lecce aus der Top 8 rausgeflogen. Thomas HD und Tayson auch. Kami, der Pole, auch rausgeflogen. Wolfies, Advice, Pink. Jannis. Digga, Mr. Savage und Benji, jetzt langsam kommen sie wieder, ne? X8 und Killix jetzt letzter Platz? Chef Strobel sogar 5 Punkte, Chat. Vor Ermun und Candy. Vor Harry und Tinox. Als aber auch vor X8 und Killix.